Spring doch, wenn du springen sollst, Mann. So, jetzt bin ich beim Weins. Oh, ich hab's geschafft. Ich muss ja testen, ob die Taste funktioniert, weißt du? Hä, wo sind wir? Wo sind wir? Der ist schon durch. Aber eine Lava ist der. Ich bin drüben, hallo! Ja, aber der Lava. Jetzt muss er mit der Pflanze noch machen. Oh nee! Doch. Das heißt, ich kann schon den ersten Sprung verkacken hier. Ja. Der ist mal voll hart verkackt, wenn ich schnell springe. Safe Point, ja! Oh. Puh. Wie gesagt, ich benutze die STG-Taste nicht. Ich drücke immer zweimal nach vorne. Ich auch. Das ist für mich einfacher. Ich habe so gelernt, einfach, keine Ahnung. Eben wollte ich gerade sagen, weil mein Code auch schon immer so war, eigentlich. Mit dem zweimal nach vorne. Also im Sprung oder vor dem Sprung? Nein, laufen. Ja, geh mal irgendwo hin. Ja, geh einfach zwei Meter nach weg. Dann rennst du auch. Da muss er gleich springen danach. Eben, wenn er dann, wenn er also zweimal schnell B hintereinander, also dann sofort springen, dann geht das schneller als mit STRG. Also du springst schneller. Und danach, und dann kannst du dann, wenn du gelandet bist, gleich Shift-Taste drücken, damit du nicht runterfällst. Genau. Jetzt ist zwar ein bisschen Übung, das so zu machen, aber du springst halt schneller, weil du springst, sobald du losläufst, springst du eigentlich schon los. Dann. Im Rennen. Im Prinzip gehst du nur einen Schritt nach vorne und rennst sofort und springst. Ich bin so doof. Oh Mann. Ich bin so dämlich gerade gewesen. Meine Fresse, ey. Ich krieg vielleicht hier alles, ey. Hab ich irgendwas zu schmeißen? Runter. Boah. Die pinken Pimmel hier, ne? Die gehen mir richtig auf Eier. Ist einfach runtergefallen wieder. Ich finde, der erste Sprung muss einfach genau die Mitte treffen. Nachher mit der Shift-Taste geht's eigentlich. Die pinken Pimmel. Die an der Wand hängen hier. Ja. Ich habe ich immer wieder geschafft, ey. Nach einer Viertelstunde oder so gefühlt. Hä? Ja, nee, oder? Muss ich verarschen? Muss ich da jetzt an die. Ich gegen den scheiß Ast gesprungen. Oh Mann. Ich bin so blöd, ich hab das gar nicht gesehen, dass da hochgegangen wäre. Oh Mann, nochmal! Sind erst dreimal gesprungen, den gleichen Scheiß. So, und jetzt komme ich hier aufs Dach vom Haus, hoffentlich. Dann schon. Auch manchmal springt er zu kurz, manchmal zu lang. Ey. Das ist ziemlich schwer, das mal so abzuschätzen. Okay, ich sehe schon das Problem. Nächstes Spiel wollte ich deinstallieren. Nächstes Spiel, okay. Oh, da fallen bei dir viele Let's Plays aus. Kein Minecraft mehr auf dem Kanal bauen, außer Kanal. Hätte ich auch kein Problem mit, tatsächlich. Echt?
Ja. Gibt viele Spiele, die Spaß machen, die nicht Minecraft sind. Ja, gut, das sei ja nichts. Sag mal, der normale Minecraft spiele ich ja sowieso eigentlich nie. Denn nur mit Mods. Ja, gut, klar. Weil man weiß ja auch nie, was Microsoft damit macht. Kann ja sein, dass sie irgendwann so weit in den Dreck ziehen oder so weit oder vor der Wand fahren, dann, dass du das vergessen kannst. Weiß man ja nie, was sie daraus machen. Oder vielleicht dann nur noch irgendwann nur noch auf Konsolen bringen oder was auch immer. Support und so. Bin erstmal gespannt, ob sie das mal von Java wegkriegen. Java-Programmierung. Das wollten sie ja machen. Ist die Windows 10 Version weg runter? Was? Windows 10 Version, ist sie nicht von Java runter? Ich weiß es nicht. Ja, aber Ich weiß nur, dass sie das machen wollen. das ist doch nur in ist ja nur eine Demo-Version. Irgendwie. Ja, die wollten, also ich weiß, Microsoft hat ja Minecraft gekauft oder Mojang. Die haben gesagt, dass die Minecraft von Java wegbringen wollen. Also nicht mehr Java programmiert, Java basiert Ja, ist. das ist doch die Windows 10 Version. Ja, genau, da müsste die Windows-Version sein, ja. Aber Warum das ist noch nicht? in der Testphase, glaube ich. Das Problem ist nur, da schreien natürlich die ganzen Modder auf, weil die alles auf Java gemoddet haben. Also mit den WW-Drücken, da ist es noch schlimmer. Echt? Okay. Der ist schon unten, bevor ich in der Taste drücken kann. Muss schneller sein. Ja, das ist super schnell. Sobald ich das zweite Mal gedrückt habe, habe ich in der Taste gedrückt. Ich mach das auch. Ich was auch. Ja. Ja, auch jeden Tag Minecraft. Das stimmt gar nicht. Ja, letztes Mal habe Das ich hast du vor zum Beispiel 2 Wochen. kein Minecraft gespielt. Ja, Doch, hab ich wohl. ich habe. Ja, doch. Ich habe halt Circle gestern gespielt. Vorgestern habe ich kein Minecraft gespielt. So. Erst habe ich TTT gespielt. Ja, ich habe Circle gespielt. Mann, ey, die einfache Spinne kriege ich mir hin. Boah, wie ich immer so spät abspringe, ich glaub's nicht. Geht doch. Ich denke, es ist ein Viersprung mit Fünfersprung mit 1 nach unten muss ich schaffen. Und dann springe ich so spät ab. Das bitte diesmal schaffen, ey. Oder oh, viel zu weit. Hä? Habe ich was übersehen? Ja, sicher habe ich was übersehen. Wie viel sind das denn? Die Arschgeigen, ey. Ich habe mich vorhin schon gewundert über die Farbe. Ich hoffe, ich jetzt rechne, dass er die Mapbebauer Arschgeigen nennt. Ja. Sie uns treuen Mitspieler hier zu verarschen. Geht doch. Ohne Banaus ausgespoilert zu haben. Oh. Ist
Okura ist immer noch am Stäbchen springen. Jo. Sonst soll ich dich mal zum Beispiel. Ich brauche gleich zur Abreagierung, brauche ich gleich PUBG erstmal. Ja, und sonst porte ich dich zum Banause, kannst du mal den nächsten Level probieren. Wenn ich mal wüsste, wo es weitergeht hier. Kacklevel, ficken hier. Ja, es geht, es geht. So, geht. Erstmal wieder hier den Stream ab 18 machen. Soll ich dich, Kurs? Scheiße. Hm? Soll ich dich zum Banause porten? Ja, einmal mache ich noch. Okay. Irgendwie hab ich überhaupt noch nicht verstanden, wo ich weitergehe. Verdammt. Hier, ja. Ich bin selbst mal im Kreis gelaufen da. Bis ich geschnallt hab. Dann die Leiter hoch, geht auch nicht. Kommst du wieder am Anfang raus? Oh, ist das denn so geil? Nicht, oder? Das Springen fällt der runter und dann beim Runterfallen springt der. Okay. Und dass du nicht mehr gedrückt hast. Geht der Sprung? Ich weiß es nicht. Ist gut so, oder? Siehst mal was Neues. Sonst kannst du dir zurückgeben, wenn du nicht willst. Hä? Bin ich jetzt falsch? Weiß ich nicht. Ich hab keine Ahnung, ob man da oben weiterkommt. Also ich weiß nur, dass wenn du durchgehst, kommst du wieder zum Anfang, aber... Soll ich einen Tipp geben, meine Nase? Ja. Die Leiter hoch. An dem Ort, wo du sagst, kommst du am Anfang, schau mal, es gibt da Weins, die runterhängen. In der Luft wieder mal. In der Luft wieder mal. Boah, wie kommst du denn damit weiter? Es gibt da noch einen Zaun. Ja, den weiß ich auch. Ja, und dann bin ich runtergefahren und habe gecheckt, dass oben ein Loch gewesen wäre. Hä? Von der Leiter, von dem Zaun aus. Siehst du ganz oben ein Loch und du kannst den Wein da hochklettern. Ach hier. Ja, aber da kommst du nicht hoch. Da. Wow. Willi. Ich muss den ganzen Scheiß nochmal machen. Scheiße, die ganzen vier Sprünge sind krass, ey. 4-4 springen hintereinander. Im Sprung. Jo, verkackt. Natürlich. Oh ja, mir fällt gerade auf, ich darf nicht runterfahren, sonst kann ich alles nicht machen, ey. Ich hab keinen Checkpoint. Oh mein Gott. Okay. Nein, really? Oh, jetzt pranken sie uns aber echt, ey. Oh. Das ist aber nicht so schwer, Level, wo wir da waren gerade. Also, wir müssen nur einmal wenn du auf den Steinzaun bist, ist das dann relativ einfach. Danach. Wow. Und dann musst du auf das Hausdach? Dann das Haus doch auf dem Baum und dann rüber. Auf den Teppich da noch, der da ist in der Luft. Nein, ich hätte es fast geschafft, genau, ey. Dann rüber springen. Auf die goldene Platte da. Da musst du genau zwischen. Einfach gegenspringen nach vorne. Da. Ja, schade. Hab ich. Ja, das klappt nicht immer sofort. Der da. Muss so ich einer. Da ducken? Nee. Einfach nur nach vorne drücken. Dann hier in Wenne. Dann drückt er sich eigentlich da rein. Wenn du Glück hast. Aber wir haben 1 Uhr morgens und draußen sind immer noch welche, die ganz lautstark sich unterhalten vor ihrer Haustür. Da muss man immer am Fenster. Fenster da draußen! Na gut, ich klatsche mal gegen den Baum.
Ja, ich sage, das ist nicht ganz, also klappt nicht immer, also das da reindrücken. Bei mir jetzt gerade zum Glück beim ersten Mal direkt funktioniert. Aber du musst genau, also ich bin hier, genau hier gelandet, hier, an der Ecke, hier. Also ich bin hier reingerutscht. Bin hier rangesprungen, an die Ecke und dann einfach nach vorne gerückt. Und dann bin ich da reingekommen. Mal direkt Nebelgoldenplatte da, ne? Ja, genau. Eigentlich, das ist genau geradeaus im Prinzip von dem Teppich. Ich da? Da bin ich jetzt ein paar Mal schon wieder runtergeflogen. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich einfach nach rennen, nach vorne springen und dann einfach nach vorne halten. Also nach vorne drücken. Dann drückt er sich normalerweise, das ist halt nicht immer der Fall, drückt er sich dann da rein. Ja, nu. Dahin geht nicht, das kannst du vergessen. Nein! Ja, jetzt hast du nicht, bist du nicht gesprungen. Dich doch! Mann! Scheißsprung! Nein, nicht verkackt, jedes Mal der gleiche Sprung, ey. So, jetzt nochmal. Nein! Bist du immer noch im Alien-Level da? Okay, wo geht's jetzt hier? Ich meine, Banaus eigentlich. Du bist jetzt ans Rauchen gegangen. Nee, nee. So. Ich musste mal kurz 2-3 Mal an meine E-Zigarette ziehen. Eben, das ist Nervenfutter. Was läuft hier eigentlich mit Batterie oder Akku? Akku. Okay. Also Akkubatterien sind's. Also, okay. Boah, ihr müsst mich verarschen. Jetzt endlich. Ich hasse Glas-Tablarsprünge, ey. Nein, nein, nein! Ich stehe schon wieder daneben. Den Sprung habe ich echt noch nie verkackt. Meine Herren, geht doch, ey. Meine Fresse. Ey. Ich fahre bestimmt immer runter wegen der blöden Shift-Taste die ganze Zeit. Wie der immer in den grünen Matsch hochspringt, aber nicht mehr da vorne zu dem anderen Block kommt. Den grünen Matsch im Wasser drin?
Ah, nein, der Trampolin oder was das sein soll. Grüne Fläche. Ja, das ist ein Schleimblock. Oh, die sollte mich ja im Jungen, wenn ich mit dir rede. du bist dann zu langsam. Du musst auf dem Holzblock, auf dem zweiten, dem hinteren, mit Shift am besten ganz nach hinten zu gehen. Also Shift-Taste halten und nach hinten. Okay, was? Wenn du Shift hältst, kannst du dich runterfällen. Kannst du ganz am Rand, ja. Genau, jetzt kannst du Shift wieder loslassen. Dann losrennen, sofort springen und einfach nur nach vorne halten. Auf den Richtung Schleimblock, damit du da auf der, an dem anderen Block kommst. Und immer halten nach vorne. Also du musst dann genau den Schleimblock treffen und immer nach vorne, also Wege halten, gedrückt halten. Weil sonst bremst du ab in der Luft. Wenn du W loslässt. Und? Geht? Ich bin Robin. Ein Baum, keine Ahnung. Ja, wir müssen den Baum hoch. Also da ist eine Liane dran an so einem Blatt. Ja, da bin ich. Bin jetzt, muss ich auf. Genau, den, dann musst du Steine da springen, wahrscheinlich. Die über die Steine, genau, die da an der Wand hängen. Und runterfallen. Dann ist da, und dann, wenn du da bei den zweiten, also bei den letzten Steinen bist, ist im Wasser, kann ich dir als Tipp geben, da sind Schleimlöcke. Wolle Rose kaufen. Wolle Rose kaufen. Hey, ich glaube, ich schaffe so einen blöden Schleimblocksprung auf Anhieb. Ich muss ja sagen, eigentlich sind die Schleimblöcke noch relativ human hier. Ja, wie hat, also bei anderen Parkour-Maps war es viel schlimmer. Ich kann sagen, wenn ich so die anderen Parkour-Paradise-Dinger überlege, nee, komm. Sprünge, die wo du was über den Kopf hast. Boah, muss das sein. Hat man es mit Glas hier. Wow. Ja klar, das ist für Kacke. Was ist das für ein Fake? Ja, mein Gott, ich hab. Ich such x-mal den Sprung dabei, war es voll der Fake-Sprung.
Oh nee. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende. Aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.